Heute im Stadtparlament haben wir erfahren, dass der Stadtrat seinen Kreditantrag für die Sanierung von der Fraufelder Straße zurückgezogen hat. Wir gehen davon aus, dass er nicht zurückgezogen hat, um die kritisierten Punkte neu zu bearbeiten, sondern einfach, weil er unter der neuen Gemeindeordnung das Projekt kann beschliessen in eigener Kompetenz. Das heisst, es braucht kein Parlamentsentscheid mehr und es gibt kein allfälliges Referendum, keine Volksabstimmung. Das Projekt hat in den vergangenen Monaten viel Kritik hervorgebracht. Und wir gehen davon aus, dass der Stadtrat das Projekt unverändert in eigener Kompetenz wieder beschliessen wird, ohne die kritisierten Punkte zu verändern. Wir fragen uns, ob der Stadtrat Angst hat vor einer allfälligen Volksabstimmung. Auf jeden Fall appellieren wir, dass das Projekt nochmal überarbeitet wird, dass Fahrbahnhaltestellen rausgenommen werden, dass man auf einen Parkplatzabbau verzichtet und dass man nicht geht, gegen die Allee fehlen und verschoben neu pflanzen. So könnte man einen Haufen Geld sparen und man hätte die kritisierten Punkte weg. Wir sind gespannt.